Zu Beginn, bevor wir einsteigen, darf ich noch mit uns beten. Ja, du großer Gott, auf dich trauen wir, auf dich allein vertrauen wir, Herr. Und Herr, du bist unser Zufluchtsort. Danke, Herr, für diese Lieder und für all das Gehörte bisher. Du stehst über allem und wir dürfen uns heute gemeinsam hier versammeln, auf dein Wort hören, Herr, das ist ein großes Geschenk. Dein Wort ist uns Kompass, Ermutigung, Ermahnung, so wie wir es brauchen, ganz praktisch im Alltag, Herr. Und für jeden ist etwas dabei, Herr. Ich bitte dich, dass du ja, dein Wort durch deinen Geist lebendig machst heute Morgen und dass jeder das mitnehmen darf, was er gebraucht. Und ja, du siehst das. Du siehst auch alle Kranken, Herr, ermutige uns, die Leid haben, weil dir nichts zu groß ist. Wir danken dir dafür. Öffne du uns jetzt dein Wort und lenke und leite du uns zu deiner Ehre. Amen. Fukushima 2011. Dieses Jahr damals, mittlerweile über 10 Jahre her, das sollte ja das Ende der Atomkraft besiegeln. Wir erinnern uns, dieses Atomunglück in Japan aufgrund dieses Unwetters mit dem Tsunami. Und es geht mir jetzt mit diesem Einstieg nicht um eine politische Stellungnahme, ob jetzt Atomstrom gut oder schlecht ist. Aber wenn wir uns daran erinnern, wie das war, man wollte so schnell wie möglich davon weg. Da fuhren Autos rum mit den Aufklebern Atomkraft, nein, danke. Und heute, über 10 Jahre später, gefühlt innerhalb 24 Stunden, da ist alles wieder ganz anders. So schnell und man betitelt Atomstrom als grüne Energie und fragt in den Schlagzeilen, ist Atomstrom doch gar nicht so schlecht? Was wir daraus mitnehmen wollen, ist, die Zeit, in der wir leben, sie ist sehr, sehr schnelllebig. Da könnten politische Gremien in einem Nu zerbrechen und sogleich gäbe es etwas Neues. Und heute, da ist es ja oftmals in der Tat so, bei dem, was wir erleben, dass über Nacht am anderen Tag nichts mehr so ist wie ein Tag zuvor. Und allein dieses Wissen und diese Beobachtungen, die sollten uns doch zur Zurückhaltung besinnen, wenn es darum geht, Dinge in der Bibel zu deuten, Spekulationen zu machen. Beispielsweise bei Fragen, was ist die EU in der Bibel oder finden wir die WHO in der Bibel? Ich denke, dass es heute möglich ist, dass eine EU zerbricht und innerhalb wenigen Wochen gäbe es etwas ganz Neues. Wenn biblische Prophetie sich erfüllt, kann es ganz schnell gehen, von einem auf den anderen Tag. Und dann wissen wir plötzlich auch, was in Gottes Wort wie gemeint war. Und in Bezug auf die große Trübsal, da wissen wir ja, dass sich diese Ereignisse dann auch sehr schnell ereignen werden. Und mit dieser Vorsicht, die wir hier haben aufleuchten lassen, wollen wir gemeinsam diesen zweiten Teil des Kapitels Daniel 2 miteinander anschauen. Und wir stellen deshalb auch dieses Thema als eine Frage und benennen diese eben mit Europa, das letzte Weltreich. Dieses Fragezeichen haben wir bewusst gesetzt, eben weil wir nicht spekulieren wollen. In diesem zweiten Kapitel, wir haben es gelesen, da geht es um die Deutung dieses Traumes, den Nebukadnezar gehabt hat. Dieses erhabene Standbild. Und zuerst
Da verschaffen wir uns gemeinsam einen Grobüberblick, wie wir dieses Kapitel 2 einordnen müssen und repetieren nochmals ein klein wenig auch vom letzten Mal um des Zusammenhangs willen. Und dann gehen wir gemeinsam schrittweise vorwärts in diesem Thema und versuchen dann im Fortverlauf diese gestellte Frage des Themas zu beantworten. Und diesen Überblick, diesen ersten Punkt benennen wir einfach mal mit trotz allem. Trotz allem. Ja, wenn wir das Buch Daniel lesen, dann stellen wir fest, dass die prophetische Perspektive im Fortverlauf des Buches immer präziser wird. So gibt uns Daniel 1, wie wir uns das auch schon angeschaut haben, einen Einblick in die damalige Gegenwart Daniels, in diese damalige antichristliche Welt, dieses Babel. Daniel 2 mit diesem Standbild: Ein Weltreich folgt auf das andere bis zur Wiederkunft Jesu. Dieses Kapitel gibt uns eine Art Überblick. Es hat einen Überblickscharakter eigentlich des ganzen Buches. Und die weiteren Kapitel dann im Fortverlauf sind eigentlich eine Weiterführung oder Präzisierung dieses Standbildes. Wir finden bis Kapitel 12 vieles über die Weltreiche, die sich ablösten und ablösen, den Antichristen, die Engelwelt, die Drangsale der Zeit des Endes. Aber etwas finden wir bei Daniel nicht. Wenn wir das mit anderen Prophetenbüchern vergleichen, ist das sehr markant. Was finden wir denn bei Daniel nicht oder zumindest nur grob angedeutet? Verse und Beschreibungen des messianischen Königreiches. Aber was wir bei Daniel sehen, ist der Weg dorthin. Gottes Weg auch bis zum messianischen Reich. Und nun, wie geht es Ihnen damit? Damit zu sehen, was alles an Grausamkeiten auf diese Erde noch zukommen wird, was auf diesem Weg alles noch geschehen muss. Wie geht es Ihnen damit? Denken wir vielleicht, ja, das geschieht ja sowieso alles. Damit beschäftigen müssen wir uns doch gar nicht. Genießen wir doch lieber die guten Tage, solange sie noch da sind. Und überhaupt, warum immer biblische Themen, biblisch-prophetische Themen? Was bringt uns das denn? Was bringt das in meinem Alltag? Nun, was wir aus diesem Überblick mitnehmen, ist eben trotz allem. Trotz allem. Wir sollen uns genau darum mit diesem Buch beschäftigen, auch wenn es düstere Prognosen sind, und wir auch vieles noch nicht wissen, aber Gott, er will das. Gott will das, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen, weil es ist alles von ihm geplant. Unser Gott, er hat die Kontrolle darüber. Dieses Buch, es sagt uns, lasst euch, wenn das alles geschieht, nicht irre machen. Dieses Buch, es bietet Leuchtmarkierungen durch das Dunkel der Zeit. Wir dürfen ruhig bleiben, trotz allem. Das ist das Mutmachende beim Buch Daniel, meine Lieben. Diese unbeschreibliche Größe Gottes wird uns vor Augen gemalt. Und wenn wir uns mit biblischer Prophetie beschäftigen, dann hat das viele Auswüchse auf unser praktisches Leben im Alltag. Unser Vertrauen, wie wir das so schön gehört haben im Lied, wird gestärkt über alle Maßen in unseren Gott. Mit Prophetie sich zu beschäftigen, das ist Seelsorge pur. Wir werden nicht mehr hin und her geworfen
in diesen Wellen von Unguten, die sich über den Planeten Erde da ereignen. Und in der biblischen Prophetie zeigt sich Gott als den Allmächtigen, der mit allem zu seinem festgelegten Ziel kommt. Das ist in diesem Buch, wird das besonders deutlich. Ja, und wer sich mit Prophetie beschäftigt, beschäftigt sich mit den Zielen Gottes. Bei Daniel, da geht es um die Ziele Gottes. Wer sich mit Gottes Zielen beschäftigt, oder auch allgemein, wer sich mit Zielen beschäftigt, beschäftigt sich zugleich mit dem Weg. Das heißt Orientierung. Es heißt eben, Leuchtmarkierungen im eigenen Leben zu haben. Ja, Weltgeschichte scheint manchmal so, als würde alles aus den Fugen geraten. Angst und Bange könnte einem dabei werden, aber Daniel zeigt eben das kolossale Gegenteil. Daniel sagte es in seinem Gebet, das haben wir auch beleuchtet beim letzten Mal, dass Gott derjenige ist, der allein weise ist. Und er ist auch derjenige, der allein die Macht hat, all das, was er in seiner herrlichen Weisheit sich festgesetzt hat, diesen ganzen Ratschluss bis zum Ende festgelegt hat, all das auch durchzusetzen. Es gibt niemand anderen, der das könnte. Gott macht das. Und ihm ist nichts verborgen, haben wir gesehen. Er weiß sogar, was in der Finsternis ist. Und deshalb, da kann er offenbaren, was tief und verborgen ist. Und so bleibt dieses Buch, Daniel, einer der Hauptschlüssel zu einem wahren geistlichen Verständnis der Wege Gottes mit den Menschenkindern. Es zeigt, dass wir, Sie und ich, unseren Gott wirklich als den Allerhöchsten nehmen dürfen. Ein Gott, dem entgleitet nichts. Und so dürfen wir eben sagen, wir können trotz allem die Ruhe bewahren. Auch in Ihrem Leben, auch dort, wo es Sie persönlich eben angeht. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun. Was hat das denn für eine Bedeutung? Die Bedeutung dessen ist, dass Gott die Macht hat, in einem jeden Leben von uns, in einer jeden individuellen Lebensführung, alles gut zu machen. Er hat ja das alles in seinen Händen und deshalb brauchen wir uns auch nicht zu fürchten, Entscheidungen zu treffen. Mir geht es manchmal so, dann fragt man sich doch, ist das jetzt das, was Gott will für mein Leben? Und dann schiebt man sich Entscheidungen vor sich her und geht dann nicht wirklich Schritte vorwärts, weil man Angst hat, vielleicht kennen Sie das, die falsche Entscheidung zu treffen. Aber wenn wir wissen, Gott ist so groß, über alle Maßen, alles steht in seinen Händen, dann dürfen wir getrost Entscheidungen treffen und wir wissen, wenn es dann so gekommen ist, dass Gott das auch nicht verwehrt hat. Das stärkt doch das Vertrauen, wenn wir mit diesem großen Gott in unser aller Leben einfach rechnen. Und es bedeutet nicht zuletzt, dass in all diesen drohenden Schlagzeilen der Zeitungen und Medien ohne Gottes Zulassen all diese Prognosen gar nicht eintreffen. Menschen können nicht einmal Selbstmord begehen, wenn Gott es nicht zulässt. Das wissen wir aus dem Buch der Offenbarung. Sie werden den Tod suchen und nicht finden. Menschen können nichts tun, wenn Gott es nicht zulässt. Gott ist so groß. Und da darf ich noch einmal oder wieder einmal Professor Dr. Eckstein zitieren. Er hat gesagt, so trefflich, wer wie einst Petrus über das Wasser zu gehen hat, der sollte nicht auf die Größe seiner eigenen Füße schauen,
sondern auf die Größe Gottes. Und nun, mit diesem herrlichen Bewusstsein und nochmals dieser Zusammenfassung so im Groben, da kommen wir so langsam zum Standbild. Diesem Universalbild der vier Weltreiche mit dem herabkommenden Stein am Ende, der alles zerschlägt. Und vorweg, auch das müssen wir uns mal vorstellen, in diesen eigentlich einfachen Worten, also Gott hat da ein Standbild genommen mit verschiedenen Metallen und so dem Nebukadnezar gezeigt, was geschieht. Und da müssen wir das mal vor Augen malen uns. In diesen eigentlich einfachen Worten, eigentlich eine kindliche Gegenstandslektion Gottes, da hat Gott, oder da liegt in diesen einfachen Worten das Jahrtausende umfassende Programm, das der Gott des Himmels in einen einzigen, in den engen Rahmen eines einzigen Traumes zu verpacken verstand. Ich hätte wahrscheinlich 100 Seiten schreiben müssen, keine Ahnung, Gott schafft das in einem einzigen Traum. Und dann hat sich das so ereignet und damit begann ja dann auch alles. Und da sind wir bei zweitens. Gott offenbart ein Geheimnis. Daniel 2, Vers 28. Da steht Daniel vor Nebukadnezar und bezeugt, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. In diesem Vers, wenn wir weiterlesen, da können wir sehen, da geht es eigentlich auch um die Späte der Weltgeschichte. Und wir haben auch schon erwähnt, dass uns dieses Wissen hilft beim Einordnen, dass sich in Daniel zwar vieles erfüllt hat, vieles aber auch noch zukünftig ist. Bis in der Späte biblischer Prophetie. Da hat Gott Geheimnisse geoffenbart. Das werden wir heute sehen. Wir werden sehen, einmal mehr, dieses Prinzip biblischer Prophetie. In der Vergangenheit hat sich etwas ereignet, was gleichzeitig eine Vorschattung auf das ganz Große hin ist und somit eigentlich auch eine Detailbeschreibung des Zukünftigen. Behalten wir uns diesen Gedanken im Hinterkopf. Und nun hat Daniel bezeugt, es gibt einen Gott, der kann dir diesen Traum mitteilen und er kann auch sagen, was er bedeutet. Gott offenbart. Wir Menschen, wir können das nicht. Also wenn Gott sich nicht offenbaren würde, wenn Gott das niemals gemacht hätte, was würden wir tun in Zeiten wie heute? Wir könnten nichts machen, wir würden uns dem Untergang geweiht sehen, ohne jegliche Hoffnung. Wir wüssten nicht einmal, ob es einen Gott gibt oder nicht. Man kann es an der Schöpfung erkennen, aber sonst wüssten wir nichts. Was ist das Gewaltige daran, dass sich Gott offenbart? 1. Mose 2, Vers 7. Was ist der Mensch? Der Mensch ist aus Staub gemacht. Gott hat ihn aus Staub gemacht. Psalm 8, die Verse 4 und 5. Wenn ich deinen Himmel betrachte und das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Die Erde und die Planeten, alles Werk von Gottes Fingern. Und gegen die Erde und die Planeten, da ist der Mensch ja nochmals viel kleiner. Das ist ja, wie wenn wir einen Tischtennisball in Händen halten würden, wenn das jetzt die Welt wäre, so aus Gottes Perspektive. Und der Mensch ist nochmals viel kleiner, wie ein Staubkorn. Psalm 144, Vers 4. Der Mensch gleicht einem Hauch, seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Und jetzt ist da Gott.
Und diesem Gott liegt an einem jeden Menschen so viel, ihnen persönlich. Ihm liegt so viel an ihnen, dass Gott sich geoffenbart hat. Er hätte das ja nicht tun brauchen. Und dieser große Gott, er offenbart diesem kleinen Daniel hier das Geheimnis. Geheimnisse erzählen wir Menschen doch nur den uns liebsten und vertrautesten Menschen. Gott hat Daniel wissen lassen, was geschehen wird. Und das Schöne ist, Gläubige, wir sind stets Wissende. Wir sind Wissende. Und Gott, er deutete, er erzählte den Traum und es ging um das Geheimnis dessen, was eben geschehen soll bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus. Eigentlich unterrichtete Gott den Daniel im Schulfach Geschichte. Und um was ging es denn da? Und da sind wir bei drittens. Es ging um die Abfolge der Weltgeschichte. Das finden wir beschrieben ab Daniel 2, Vers 31. Und da bleiben wir zunächst einmal beim Standbild als Ganzes. Denn ist es nicht interessant, dass diese Skulptur, dieses Standbild einen riesigen menschlichen Körper darstellt? Ich glaube, dass uns das etwas sagen will und diesen Fakt müssen wir mal festhalten. Ein menschlicher Körper. Der Anblick, er war furchterregend, er war von außergewöhnlichem Glanz und diese Figur, sie war überaus hochragend, so dass sie mithin eigentlich das ganze Gesichtsfeld des Träumenden ausgefüllt hat und uns unweigerlich an den Turm damals, der gebaut wurde, der bis zu den Himmeln ragte, der Turm zu Babel, und der wurde ja am gleichen Ort gebaut, wie der Traum geträumt wurde. 1. Mose 11, Vers 4. Dieses furchtbare Standbild, es stellte die Herrschaft des Menschen dar. Und wenn wir das betrachten, Nebukadnezar war ja zutiefst erschrocken, da stellt dieses Standbild eine bedrückende, eine zur Flucht und zum Verkriechen veranlassende Herrschaft im gegenwärtigen Weiterverlauf des Zeitalters auch dar. Von damals bis heute leben wir in einer Zeit des Großtuns des Menschen in seiner ganzen Arroganz, der menschlichen und fleischlichen Errungenschaften. Und diese Zeit des Standbildes, sie zeigt, wie wir das schon mal erwähnt haben, von Kopf bis Fuß die Zeiten der Nationen. Weltreiche, die herrschen über Jerusalem und es zerstören. Und das ist ja noch einmal verheißen. Diese Zeit dauert an, bis der Stein sich löst. Und so zeigt diese Skulptur auch die Methode Satans. Die Methode Satans, die Herrschaft des Menschen anzustreben und sogar darüber hinaus die Anbetung des Menschen. Es ist die gleiche Anbetung, die der Herr Jesus damals in der Wüste dem Teufel versagt hatte. Und genau das bringt diese schreckliche, diese kalte, diese gefühllose Skulptur zum Ausdruck. Ja, meine Lieben, Rebellion gegen Gott ist schrecklich. Furchterregend war der Anblick, da stand diese Skulptur, die Rebellion gegen Gott innerhalb einer Skulptur vor Nebukadnezar. Kein Wunder, dass er so aufgelöst war. Und dieser Koloss zeigt somit, und das sehen wir doch auch durch die ganze Geschichte hindurch, auch heute, Menschen und deren Neigung, alles zu beherrschen, ihren größter Kraft und Prachtentfaltung, aber eben auch in der größtmöglichen
Gewaltbereitschaft. Und so war es dann das große Interesse Nebukadnezars. Ja, was geschieht denn jetzt mit meinem Weltreich? Und er war ja so von sich überzeugt und sagte ja, dass ich mir erbaut habe, so herrlich wie das ist. Was geschieht denn jetzt mit dem? Er wollte doch die Weltherrschaft erhalten, dieses Reich, das er sich so erbaut hat. Die Antwort lautet, ja, solange Weltreiche auf dieser Erde sind, wird es kein Königreich der Himmel im prophetischen Sinn geben, sondern erst wenn das alles beseitigt ist und das letzte Stäubchen davon vom Winde verweht ist, dieser Koloss komplett zerstört ist, erst dann kann das Königreich der Himmel kommen. Und bis dahin bleibt die Welt einfach, was sie ist. Sie bleibt Welt und durchlebt geschichtlich verschiedene Phasen von Weltreichen und Formen der Weltherrschaft, die aber eben alle ihr inneres Wesen ja auch gar niemals verändern, weil sie alle der Erde entstammen. Deshalb bei allem, was sich ereignet an Grausamkeiten, überrascht müssten wir eigentlich gar nie sein. Da gibt es nach unten oder beziehungsweise nach oben an Grausamkeiten und Schlimmem, da gibt es keine Grenzen. Wichtig für uns heute Morgen ist, die Skulptur, sie beginnt beim Kopf. Das war die Gegenwart Daniels. Und dann vergeht die Geschichte im zeitlichen Fortverlauf nach unten. Und somit können wir sagen, in Bezug auf die Weltgeschichte, der Kopf des Standbildes ist früh und die Füße sind spät. Der Stein, er markiert das Ende. Und nun, eine Kostbarkeit können wir aus dieser Skulptur noch gemeinsam mitnehmen. Denn was zeigt es denn, dass sie ein großer Mensch darstellt? Auch sie ist nur ein Geschöpf. Gott steht bei weitem auch über dieser, musste doch Gott beim Turmbau zu Babel hinuntersteigen, um nachzusehen, was die Menschen wieder machen. Diese Skulptur ist auch nur Geschöpf. Sind Dinge in ihrem Leben, die ihnen über den Kopf hinauswachsen, zu groß erscheinen, Herausforderungen, vielleicht Schuleintritt, Kindergarteneintritt der eigenen Kinder oder eben Schule, Prüfungen, Übergang in die Oberstufe. Wie wird das bloß? Findet mein Kind eine Lehrstelle? Und sonst andere Nöte, die sie haben. Manchmal denken wir doch, eigentlich kann das ja nur schief gehen. Wir dürfen wissen, dass Gott eben auch bei weitem über diesen Dingen steht. Deshalb heißt es in anderer Stelle, sollte Gott etwas zu wunderbar sein? Und da passt doch diese Karte so wunderbar. Er wird versorgen. Er gibt, was wir alle brauchen, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern eben auch die richtigen Lehrpersonen, das richtige Schulhaus und so weiter und so fort. Gott, er sorgt für uns. Und ja, vielleicht sind sie auch unzufrieden mit sich selber, wegen Fehler, wegen Dingen, wo sie immer wieder scheitern. Aber lassen Sie es sich gesagt sein, Gott, er ist so groß, er kommt auch mit Ihnen zurecht. Und da sagte jemand trefflich, es ist gewiss ein Wunder, aber Gott vermag sogar einen schrägen Vogel gerade fliegen zu lassen wie dich. Und nun, da kommen wir zu diesen einzelnen Körperteilen dieser Skulptur, beschrieben ab Vers 32. Da ist vieles vielleicht Repetition jetzt in diesem kurzen Block. Versuchen wir dennoch dabei zu bleiben, um des Zusammenhangs willen dann, wenn es eben dann auch um die Füße geht. Da wird uns das Haupt beschrieben aus gediegenem Gold. Das heißt,
sehr gutes Gold. Das war Babel. Das zeigt uns der Text auch selbst. Beim Haupt der Skulptur ging es um die gegenwärtige Herrschaft, wo Daniel lebte, in diesem Reich Babel. Dann schon in der Geschichte liegend, könnten wir auch in Daniel 8 nachlesen, Brust und Arme eroberten dieses Babel und da kam Medo-Persien an die Macht und das wird nur noch mit Silber beschrieben. Dann Bauch und Lenden aus Erz, Griechenland eroberte unter Alexander dem Großen Medo-Persien. Und dann die Oberschenkel bzw. die Beine aus Eisen, da ist meine Auffassung, es gibt unterschiedliche Auslegungen, ich glaube, es ist das Treffendste, dass es sich dabei um Rom handelt. Und daraus dann die beiden Füße aus Eisen und Ton. Ganz grob über die Metalle weggedacht, da fällt uns etwas auf. Ein Metall nach dem anderen hat weniger Wert. Darin können wir vielleicht sehen, mit den menschlichen Regierungen geht es konstant bergab. Interessant aber auch ist, die Metalle werden immer stärker, zeigt vielleicht die zunehmende Gewaltbereitschaft, je näher die große Trübsal kommt, bis in die große Trübsal hinein, diese Brutalität der Menschen, die ja unfassbar mittlerweile heute schon ist. Und nun müssen wir beim Haupt, müssen wir nochmals stehen bleiben, das nochmals etwas erwähnen, denn in dieser Beschreibung dieses goldenen Hauptes, das sind so einige Dinge, die uns vielleicht zunächst aufhorchen lassen. Da heißt es in den Versen 37 bis 38, du, o König, da geht es um Nebukadnezar, bist ein König der Könige. Dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Als erstes sehen wir, dass die höchste, die beste, die uneingeschränkteste Herrschaft von Gott selber als die goldene Herrschaft gewertet wird. Dieses Gold steht für unumschränkte Herrschaft, absolute Souveränität. Ein Chef oder eben Gott, er kann entscheiden und das umsetzen. Nebukadnezar konnte entscheiden und zugleich umsetzen. Unumschränkte Herrschaft. Wenn wir dann gleich zum Silber kommen, haben wir vielleicht eine Idee, warum das nur noch Silber dann als Silber beschrieben wird. Nebukadnezar wird in den gelesenen Versen als ein König der Könige betitelt. Ja, dieser Titel, er gehört doch eigentlich allein dem würdigen Lamm. Der wahre König der Könige, das ist Christus. Aber meine Lieben, der Antichrist, er ist und wird eben genau das Gegenteil sein und das auch eben in einer Art und Weise. Das Babel damals, es war ein antichristlich geprägtes Reich, da zählte Okkultismus, Esoterik, diese antigöttliche Weisheit Babels und da zählte der große König Nebukadnezar mit seinem Ansehen. Und da fällt uns vielleicht auf, eine Vorschattung im Kleinen auf das Große ganz am Ende. Wir können Babel durchaus als Modell des zukünftigen antichristlichen Reiches betrachten. Und interessant ist ja, Nebukadnezar bedeutet verdeckter, geschirmter König, vielleicht auch so geheimer König, ja so ähnlich wie vielleicht der Antichrist an die Macht kommen wird eines Tages.
Und Nebukadnezar, er wollte, dass seine Statue angebetet wird, Daniel Kapitel 3. Das erinnert uns an das sprechende Bild aus Offenbarung 13. Und da sehen wir Nebukadnezar und seine böse Seite, diese Stadt Babel. Sie sind doch ein Typus auf den Antichristen und sein Reich. Babel im Übrigen bedeutet Verwirrung. Und interessant ist, Gott gab Nebukadnezar diese Herrschaft, diese goldene. Er hat sie in seine Hände gegeben. Das ist auch eine mutmachende Tatsache, auch das haben wir schon beleuchtet. Auch beim Antichristen wird es so sein. Gott gibt ihm, was er tun und lassen darf und was nicht. Genauso dem Teufel. So ähnlich vielleicht wie bei Hiob, als der Satan fragen musste bei Gott, was er tun darf und was nicht. In Gottes Händen ist alles. Wir erinnern uns, die Siegel öffnet Christus selber und den Reitern aus Offenbarung 6, da heißt es, es wurde ihm gegeben. Gott hat über alles die Kontrolle. Und Nebukadnezar, wir haben es gelesen, er herrschte über alles. Das meinte natürlich alles im Sinne der damaligen Welt. Also Amerika beispielsweise war ja noch gar nicht entdeckt. Ich verstehe das so, in diesem Zusammenhang über die damals bekannte Welt. Vorschattung im Kleinen, das Große am Ende, denn durch die Entwicklung der Zeit wird der Teufel mit Babel und seinem Gespann tatsächlich über die ganze Erde herrschen. Und dazu hat einmal jemand gesagt, durch die Weltzeiten und Weltregierungen hindurch geht die Saat Babels auf, bis zu einer schrecklichen Ernte, einer vielfachen Erfüllung und Verwirklichung am Ende dieser Weltzeit. Dann eroberte Medo-Persien dieses Reich Babel mit Nebukadnezar. Mit wenigen Worten wird das in der Bibel abgehandelt, das heißt nur, die beiden Arme aus Silber, Medo-Persien. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie Rechts- oder Linkshänder? Wir alle haben ja eine stärkere und eine schwächere Hand, es mag Ausnahmen geben, aber es ist so passend und vielleicht auch so gemeint, Medo-Persien mit zwei Armen. Persien war stets das stärkere Element. Und darin sehen wir, dass Persien nicht mehr die uneingeschränkte Herrschaft hatte. Da konnten schon mehrere mitreden, was halt dann nicht mehr so souverän zu sein bedeutet. Interessant ist für uns, dass Babel auch in diesem Reich damals eine sehr einflussreiche Stadt war. Wir können vielleicht sagen, das Haupt dieser Skulptur, es ist Babel. Nach dessen Gehirnströmen funktioniert der Rest dieser Skulptur. Bauch und Lenden dann kamen an die Macht, Griechenland, noch als Erz beschrieben, eroberte Medo-Persien, unter Alexander dem Großen, Bauch und Lenden, bewegliche Organe, vielleicht eine gute Eselsbrücke. Alexander der Große eroberte extrem schnell. Am Schluss war er noch traurig, dass er nicht habe mehr erobern können. Und dann wurde dieses Griechenland aufgeteilt in die Diadochenreiche. Das liegt auch in der Vergangenheit, kann man in Daniel 8 nachlesen. Das aufgeteilte Griechenland, vielleicht auch hier, dieses Eingeschränktsein, eben alles andere als souverän. Und nun wird es für uns natürlich etwas interessanter, denn die beiden Schenkel aus Eisen, aus meiner Sicht Rom, eroberten dann Griechenland. Und ich glaube, dass es hier um das Rom der Vergangenheit geht. Das Eisen wird beschrieben mit den Worten, die alles, aber auch wirklich alles zermalmt hatten, diese
Brutalität grausam und stark. Interessant ist, ein Mensch, die Skulptur, hatte zwei Beine. Rom war dann später aufgeteilt in Ost- und Westrom, würde also auch sehr gut passen. Dann, innerhalb dieses Reiches gab es viele Wechsel von denen, die regiert haben. Da regierten Könige, Konsuln, Tribunen und Cäsaren, also alles andere als eine uneingeschränkte Herrschaft. Und im Übrigen interessant ist, die heutigen politischen Strukturen, die wir haben, sind immer noch sehr geprägt von der damaligen Zeit, dieses ganze politische Denken, wie wir es im Westen vielleicht besonders haben, denke ich, dass das schon zu einem Großteil von diesen Prägungen der Römer damals gekommen ist. Es gab dann auch Demokratie bis zu einem gewissen Maße. Es ist ja auch interessant, wenn wir von diesem uneingeschränkt und eingeschränkt reden, heute ist es ja so, dass viele Länder nicht einmal mehr eine Regierungsmehrheit zustande bringen. Wir erinnern uns von Kopf bis Fuß, je weiter nach unten wir kommen, desto mehr Zeit vergeht. Und dann kommt Daniel zu den Füßen. Die Füße waren teils aus Eisen und teils aus Tonerde, Vers 41. Interessant ist, wussten Sie, dass Rom nicht einfach auf eine normale Art und Weise erobert wurde? Rom degenerierte allmählich und löste sich irgendwie auf. Experten spekulieren heute noch, was der wirkliche Grund war, dass das geschah. Es wird spekuliert, ob dieser Untergang zu einem Großteil verursacht wurde durch die Völkerwanderung, als da beispielsweise die Germanen kamen und sich vermischt haben. Man hört sehr oft, dass das die Erklärung ist, durch die Völkerwanderung ging Rom zugrunde. Und nun, wenn wir eben an den Beinen so langsam runterfahren, hat sich das jetzt somit erfüllt? Mit dieser Vermischung der Völker, diese Füße, mit dieser Vermischung, die nicht aneinander haften? Es gibt Ausleger, die sehen das so, dass das die Vermischung der Völker zeigt, was Daniel hier berichtet. Ich glaube, wenn, dann höchstens vielleicht als eine Art Vorschattung oder so, aber ich glaube es nicht. Warum? Wir wissen, das Geheimnis, das Gott dem Daniel geoffenbart hat, geht bis zum Ende der Zeiten. Und auf was schlägt der Stein zuerst ein, wenn er sich löst? Er zerschlägt zuerst die Füße. Das heißt doch, dass diese Füße und diese Vermischung direkt die Zeit vor und bei der Wiederkunft Jesu darstellen. In Daniel 2,44 können wir auch entnehmen, dass dieses Königreich Christi in den Tagen der Füße kommen wird. Nun bleibt die Frage, ja, was könnten denn jetzt diese Füße sein? Das antike Rom, es ist weg. Sind die Füße somit ein wiederbelebtes Rom in der Endzeit? Also ist Europa das letzte Weltreich vor dem Stein? Und das führt uns zum vierten und letzten Punkt. Das antichristliche Reich. Rom ging also allmählich zugrunde und ich persönlich, ich bin nicht mal der Auffassung, dass es unbedingt ein neues Rom genau wie damals geben muss. Auch bin ich nicht der Auffassung, dass es zwangsweise Europa sein muss, was die Füße hier darstellen. Auch hier gibt es viel Raum für Spekulation. Wenn wir allein schon denken, USA zum Beispiel, sind ja ausgewanderte Europäer. Also man kann es einfach schwer sagen, aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, geografisch, was das jetzt wirklich genau ist. Es kann sein, dass es westliche Mächte sind, das ist gut möglich.
Aber die Zeit, sie ist schnelllebig. Interessant für uns ist aber die Prägung durch die Römer. Nicht nur diese genannten politischen Strukturen mit auch dieser Demokratie, die es gab. Interessant war auch der Imperialismus, den die Römer betrieben haben. Und das in einer gewissen Art und Weise, das war damals völlig neu. Deshalb gibt es ja auch eben den römischen Imperialismus. Und heute bedeutet das Wort Imperialismus das Bestreben nach politischem und wirtschaftlichem Einfluss in andere Länder bis hin zur Unterwerfung oder zur Eingliederung. Das sehen wir doch teilweise heute, wie das auch praktiziert wird. Und in gewisser Hinsicht kam das durch die Römer. Das heißt, es ist doch gut möglich, dass die Füße das antichristliche Reich im Geiste Roms fungieren werden. Diese Prägung, die Füße wachsen aus den Beinen. Aber was sowieso feststeht und klar ist aus meiner Sicht, alle Weltreiche, alles Antigöttliche funktioniert nach dem Haupt Babel. Und nun zu einem wichtigen Schlüssel aus meiner Sicht und vielleicht so etwas wie der Kern des heutigen Morgens. Denn kann es vielleicht sein, dass wir, wenn wir bei biblischer Prophetie immer bei Erde und Irdischem und uns Menschen stehen bleiben, vielleicht in zu geringen Dimensionen denken? Und dazu müssen wir nochmals kurz diese Metalle erwähnen. Dieses antichristliche Reich wird ein gespaltenes Königreich sein aus Eisen und Ton, zum Teil stark, zum Teil zerbrechlich. Und nun lesen wir doch mal Vers 43. Und ich glaube, darin ist etwas sehr Interessantes verborgen. Da heißt es, dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Sie vermischen sich mit Menschensamen, haben wir uns das schon mal überlegt. Warum betont die Bibel hier dieses Wort? Es gibt auch Übersetzungen, die nennen das Samen des Mannes. Also es geht wirklich um den Menschensamen. Ja, also wenn da Völker gemeint wären, dann ist ja das logisch. Ich glaube, dass wir das in Zusammenschau mit Daniel 10 betrachten müssen. Aus dieser Stelle erfahren wir von einem Fürsten des Königreiches Persien. Das ist eine Parallele zum Text von heute, dieses Persien. Dann im gleichen Vers begegnen wir dem Engel Michael, der für Israel kämpft. Und im Vers 20 begegnen wir dem Fürsten von Griechenland. Aus meiner Sicht, meine persönliche Sichtweise ist, bei dieser Vermischung geht es nicht um Menschen, sondern es geht um finstere Wesen der Engelwelt mit Menschen. Und wir wissen, der Teufel wirkt in den Söhnen des Ungehorsams und gebraucht einflussreiche Menschen, die nicht gläubig sind. Das sehen wir vielleicht auch eben deshalb einflussreiche Personen wie Politiker und so, die werden von Satan gebraucht, um seine Dinge auszuführen. Und eben diese Wesen der Engelwelt verleiten und verführen die Weltmächte. Und damit sehen wir im Übrigen auch, alle Ideologien der Weltgeschichte werden von weltbeherrschenden Jenseitsmächten inspiriert. Und dann ist auch klar, eben, dass Obrigkeiten, Weltregierungen etc. mehr oder weniger antichristlich geprägt sind. Und das ist vielleicht eine Erklärung für immer eigenartigere Entscheidungen und Beschlüsse in der heutigen Zeit, die rational gar nicht mehr zu verstehen sind. Und nun fragen wir uns, sie vermischen sich mit Menschensamen? Könnte es sein,
dass es sich um die Vermischung von Engelwesen mit Menschen handelt. Wir wissen aus der Schrift, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Das Geschöpf ist der Ton. Und könnte es sein, dass die Metalle dieser Skulptur Hinweise auf Engelmächte sind? Ja, wie sagte es Christus in der Endzeitrede? Wie wird es sein, wenn der Stein sich löst, wenn der Sohn mit seinem Reich wiederkommt? Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Da gingen Gottes Söhne zu Engel, also Engelwesen zu Menschen ein, 1. Mose 6, Vers 2 und eben Matthäus 24, 37. Und da entstanden die Enakiter, dieses Riesengeschlecht. Sie wollten das verheißene Land nicht hergeben. Goliath kämpfte gegen die Vorschattung des Messias, gegen David. Und kommt nicht in der Offenbarung, wenn wir das Buch lesen, diese ganze Rebellion der finsteren Mächte mit den Menschen zum Ausdruck, wenn es heißt, der Schlund öffnet sich, da kommen diese eigenartigen Heuschrecken heraus, Dämonen. Und wer ist es denn, der die Nationenvölker nach Harmageddon verführt? Das sind Dämonen, die das machen, Offenbarung Kapitel 16. Und nun noch kurz zum Abschluss. Versuchen wir dabei zu bleiben, auch wenn es etwas massig ist, noch kurz zu diesem antichristlichen Reich. Der Menge halber bleiben wir einfach bei diesem Standbild stehen. Wir wissen, dieses Reich wird die Vollmacht haben über die ganze Erde. Offenbarung 13, Vers 7. Die beiden Füße der Skulptur haben 10 Zehen. Die Zahl 10 finden wir in Offenbarung 13, Vers 1. Beim Tier aus dem Völkermeer, das hat 10 Hörner. Ich glaube, dass wir das als Parallele nehmen können oder vielleicht sogar müssen. Und somit können wir vielleicht erahnen, diese 10 Hörner, 10 Könige der Endzeit. Und das Horn zeigt vielleicht die militärische Stärke. Das wäre heute spannend zu sehen, ohne Spekulation, aber es wird aufgerüstet. Ich glaube, es geht dabei um einen Staatenbund von 10 Staaten. 10 Staaten, die sich der Hure in Babylon unterwerfen, diesem Haupt. Offenbarung 17, Vers 3. Ist ja interessant für uns, auf die Skulptur bezogen, das Haupt ist Babel und die Füße unterwerfen sich. Führen das aus, was das Haupt Babel möchte. Das Haupt in der Bibel steht für Herrschaft und Leitung. Und interessant ist eben auch, dass Babel letzten Endes dieses Tier reitet. Also Babel, das sind wirklich die Gedankenströme des Teufels. Und nun wollen wir natürlich nicht mit diesem Düsteren schließen, denn wir wissen, es kommt alles ganz anders. Die Ziele Gottes, sie sind total gegensätzlich. Es ist da jetzt an diesem Punkt nicht Endstation. Es geht weiter. Auf einen Schlag ist nichts mehr, wie es war, auch dann in Zukunft. Ohne das Zutun von Menschenhänden löst sich der Stein. Er zerschlägt zuerst die Füße und dann die ganze Skulptur. Alles wurde ein Einheitsbrei und wie Staub vom Wind verweht wird, ist einfach alles weg. Spannend ist, dass diese Metalle erst in der Zukunft ihr Ende finden. Das heißt, sie müssen ja noch existieren. Vielleicht ein Hinweis auf die Engelmächte, die dahinter stehen. Auf jeden Fall, die ganze Rebellion war auf einen Schlag weg. Auf einen Schlag, meine Lieben, alles Leid hat ein Ende, heißt das. Alles Leid hat ein Ende. Die größtmögliche Brutalität der Menschen, der Widersacher Gottes, die Ungerechtigkeit, es hat alles ein Ende. Die hohen Skulpturen in ihrem Leben, die Bauchschmerzen verursachten, all das hat ein Ende.
beklemmende Gefühle, auch wegen Kriegen, Knappheiten, Ansprüche auf andere Länder und Machtgelüste. Alles hat ein Ende. Alles, was trennt von Gott, hat ein Ende. Und dieser Stein, er wurde ja zu diesem großen Berg, das messianische Reich, das die ganze Erde erfüllt mit Gerechtigkeit und Frieden. Und dieses Reich wird nicht mehr untergehen. In unserem Erdenleben hat ja alles Gute ein Ende. Die Sommerferien sind bald zu Ende. Da gibt es ja diejenigen, die schon depressiv sind, wenn 3 Tage des Urlaubs schon vorbei sind, weil man weiß, ach, jetzt kommt am Montag in einer Woche wieder. Alles Gute hat ein Ende. Ein Verwandtschaftstreffen, wo man endlich seine Kinder wieder sieht, es hat ein Ende. Aber meine Lieben, dieses Reich und die göttliche Herrschaft, es bleibt. Etwas Bleibendes, nach dem sehnen wir uns doch. Kein Abschied mehr, es bleibt einfach alles Gute. Und Gott, er verspricht das zum Abschluss unseres Textes. Es heißt nämlich, der Traum ist zuverlässig. Wenn Gott das sagt, ja. Und dann heißt es, die Deutung ist fest. Amen. Ja, zum Abschluss wollen wir noch einmal ganz kurz miteinander beten. Ja, du großer Gott und Vater, wir danken dir für diese zurückliegende Botschaft aus Daniel 2, Herr. Und ja, auch wenn es so viel ist in deinem Wort, Herr, wollen wir doch etwas vorankommen. Und Herr, wir wollen darin forschen und wir sind immer wieder auf dich angewiesen, dass du es bist, der uns dein Wort öffnet. Wollen wir doch alle in deinen wunderbaren Gedanken wachsen. Und ja, wir wissen, es geht noch unten durch mit dieser Erde, aber wir wissen für diese Welt um diesen wunderbaren Ausgang, dass du in deinem Sohn regieren wirst, bleibend regieren wirst und Gerechtigkeit und Frieden wird sich über die ganze Erde ausbreiten. Herr, wir danken dir, dass wir uns mit der biblischen Prophetie eben um deine Ziele, dass wir uns damit befassen, mit deinen Zielen, Herr, und somit auch mit dem Weg dorthin. Und danke, dass du dem Daniel dieses Geheimnis geoffenbart hast und dass wir sehen dürfen, wir sind Wissende. Wir sind nicht einfach dem Strudel der Zeit ausgeliefert. Wir dürfen wissen, wo es lang geht. Wir danken dir, dass wir in dieser Ruhe bleiben dürfen, auch im Wissen, dass du der Gott bist, der dem Nebukadnezar die Herrschaft gab, der dem Teufel gibt, was er tun darf und was nicht, dass da nicht einfach Willkür ist. Und auch in unserem Leben, Herr, du siehst die Sorgen und die Nöte, vielleicht in Bezug auf die Einschulung der Kinder oder die Lehrstelle oder was auch immer, gib du da einfach Ruhe, gib du Frieden. Du machst alles wohl, du hast alles im Blick. Wir danken dir dafür. Amen.